Oh. Oh, frohe Ostern. Nein, passt. Frohe Weihnachten auch noch nicht, aber schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Ja, heute hier ein bisschen neu hier mit. Hab mal ein Chatfenster gebastelt, damit man auch mal nachvollziehen kann, wenn mal einer was reinschreibt, wer denn geschrieben hat und worauf ich überhaupt eingehe. Bloß, dass ihr das mal wisst. Heute geht's erstmal mit Batman weiter. Ne, ganz weihnachtlich, man hört es schon. Bimsel, bimsel, bimsel. Ich habe auch hier mich vorbereitet. Ne? Mein Weihnachtshütchen aufgesetzt. Und ja, ich würde sagen, wir legen los und versuchen mal jetzt endlich, ne, nicht wie im letzten Stream, zu versagen, sondern dem Slate ordentlich eins auf die Mütze zu geben. Bei dem ja auch Geduld gefragt ist. Sollte etwas nicht stimmen, soundtechnisch, tontechnisch, sprachtechnisch, ihr Probleme habt, Wünsche, Anregungen oder eventuell das Game switchen wollt, dann sagt mir bitte Bescheid. Ich würde jetzt tatsächlich umswitchen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der Story. Oder setzen Sie fort, besser gesagt. Sag mir, wo ich Black Mask finde. Oh, wir sind noch hier. Wir müssen natürlich noch ein paar Nahkampfverbesserungen vornehmen. Damit wir nicht ganz so nackig dastehen gegen Slate. Die Beschränkungen, die du dir selbst auferlegt hast, machen es mir viel zu leicht. Zu viel. Ich weiß, du hast eine Chance, aber du. Warum? Wo ist denn die Kamera hin? Junge, Junge. Oh, guten Abend. Was war das denn? Ah, jetzt. Jetzt darf ich es wissen. Ja, jetzt darf ich es wissen. Geblendet. Bisher läuft es etwas besser als das letzte Mal. Und mach kaputt das Ding.
Ja, ich versuche ihn fertig zu machen. Ja, hau ihn auf die Mütze. Das war's, Slade. Was bist du? Na, Batman. Sonst? Weihnachts-Batman. War nett, Batman. Die Tür findest du ja von allein. Ah, das habe ich gesehen. Nicht entkommen lassen. Ich brauche mehr Antworten. Der kleine geile Knüppelsack. Na endlich. Und ich habe den Haken. Hahaha. Die Fernlenkkralle. Ganz wichtig. Das Werkzeug von Deathstroke sollte mir dabei helfen. Wenn ich das neue Werkzeug von Deathstroke einsetze, kann ich entkommen. Was bist du? Ne, war die Frage? Ah, das war die Frage. Der ist ganz schön frech. Alfred, versuch Informationen über einen Mord bei den Lacey Towns zu finden. Die Polizei scheint gerade dort zu sein, Sir. Oh, und das ist interessant. Das Opfer soll anscheinend Black Mask sein. Black Mask tot? Bin schon auf dem Weg. Gut. Zeit, Deathstroke zu verhören. Die Polizei ist bereits am Tatort bei den Lacey Towers. Zufällig noch ein Geheimnis gefunden. Ist auch schön. Okay.
Mist, hier gab es ja nichts zu holen. Vergessen. Clever umgangen. Alter Mann, ja, Batman ist ja auch alt. Da führt kein Weg dran vorbei. Na ja, das ist der Zugang zum Deck. Das passt. War nur ein Liga-Paket. Schade. Ups. Upsi. Fallen lassen. Okay. Da müssen wir hin. Puppenraum. Upper Deck. Upper Deck finde ich gut.
Oh, ist die Tür verschlossen. Uncool. Mist, ich glaube, ich mache es mir unnötig kompliziert. Ja, es gibt eine Karte. Moment, hat mich, glaube ich, richtig abgesetzt. Zufall.
Immer richtig. Deathstrokes Fernlenkkralle könnte hier nützlich sein. Deathstrokes Fernlenkkralle. Alfred, lass das GCPD wissen, dass sie einen Blick auf die Final Offer werfen sollen, an den Dixon Dogs. Sie können Slade Wilson auf ihr einsammeln, zusammen mit einer ganzen Ladung illegaler Waffen. Noch ein anonymer Tipp, wird erledigt, Sir. Unterdrückte Bürger Gothams, eure Hilferufe wurden erhört. Ich, Anarchy, die Stimme des Volkes, bin hier, um euch von der Seuche der Korruption, die unsere einst stolze Stadt befallen hat, zu befreien. Diejenigen, die gewählten und anstellten, um unsere Freiheit und Sicherheit zu garantieren, krümmen keinen Finger. Warum sollten sie auch? Sie wurden gekauft und bezahlt, um wegzusehen. Da sie nicht handeln, tue ich es. Beim ersten Licht des Sonnenaufgangs wird der Quell von Gothams Niedergang vernichtet. Und jetzt zurück zu eurem normalen Programm voller Propaganda und Konsummüll. Als ob heute Nacht noch nicht schon genug los wäre. Reden wir doch mal über Respekt. Ja, ohne Alfred geht immer nichts. Denn Alfred ist sozusagen die... Ja, neben Robin ja eigentlich die rechte Hand. Muss man ja mal so sagen. Ich sollte schnell zu den Lacey Towers, bevor die Cops alle Beweise an dem Tatort vernichten, den Pinguin erwähnte. Ich hatte gehofft, dass du kurz Zeit für mich hast. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Über Verbrechen, Gewalt, Gier und Rache. Aber es geht auch um Vergehen, um zweite Chancen. Hey, ganz ruhig. Ich will nicht kämpfen. Ich habe nur eine Nachricht. Anarchy sagt, wenn sie Geld abheben wollen, sollten sie sich beeilen. Aber anders als die, die ich bekämpfe, glaube ich an die Kraft der Wahl. Deswegen gebe ich dir ein. Lass sie hochgehen oder halte mich auf. Ich entscheide aufgrund deiner Tat, was ich mit dir mache. Wenn es erstmal kein Geld gibt, werden wir ein neues System haben. Wir müssen. Entgangen. Dieser Anarchy erwähnte drei Bomben. Es gibt also noch zwei. Ich muss sie finden. Und ich bin sicher, das werden sie, Sir.
Ja, stimmt. Genau, das tut sie. Ups, ups, ups. Den Weg freiräumen hier. Das ist ein Pack. Immer davon geträumt, mal einen der riesigen Ballons. Müssten irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Auf dem Balkon für eine Fluppe mit Hemmenes. Diese Männer auf dem Balkon, das könnte mein Weg hinein sein. Klare Sache. Der Pinguin hat Black Mask und seine Freundin ermordet. Wir haben sogar seine falschigen kleinen Fingerabdrücke direkt neben den Leichen. Ja, den Pinguin haben wir am Sack. Wird gern sehen, wie er sich da rauswinden will. Fingerabdrücke, zwei Tote. Der weiß, wen ich zu dir in die Zelle stehe. Ja, eine Fluppe, aber nichts mehr mit einer Fluppe. Ausgeschaltet.
Hier gibt's Donuts. Die Polizei glaubt, dass der Pinguin Black Mask umgebracht hat. Aber warum sollte er mich hierher schicken, wenn er der Mörder ist? Das ergibt keinen Sinn. Sind schon Tage her. Das Feuer und die Umwelteinflüsse erschweren die Identifizierung der Opfer. Das männliche Opfer trägt eine schwarze Maske, aber ich kann ihn nicht als Roman Sionis identifizieren, ohne eine DNS-Analyse durchzuführen, was ich hier nicht kann. Ich kann das weibliche Opfer anhand der Fingerabdrücke identifizieren. Tiffany Ambrose, Roman Sionis Freundin. Zumindest eine von ihnen. Sie war kein Engel, langes Vorstrafenregister. Aber nichts lässt vermuten, dass sie das Ziel war. Das Feuer entstand durch einen Molotow-Cocktail, der in den Raum geworfen wurde. Vielleicht sollten so Beweise vernichtet werden. Jemand hat ihn erschossen. Aber wer? Die flache Flugbahn der Kugel weist auf einen Schützen von etwa Pinguins Größe hin. Aber die Rillen im Boden legen nahe, dass sich der Schütze in einem Stuhl zurückgelehnt hat. Diese Kugel stammt aus einem Revolver. Die ballistische Analyse deutet auf eine flache Flugbahn hin. Der Schütze hat in etwa die Größe des Pinguins. Doch den Schießpulverrückständen zufolge wurde die Kugel von einem auf dem Boden liegenden Schützen abgefeuert. Diese Fingerabdrücke sind die des Pinguins, aber sie sind oberhalb des Rußes von dem Feuer. Die Korps haben recht. Der Pinguin war hier im Raum. Aber diese Abdrücke beweisen, dass er erst nach den Morden hier war. Wenn er Black Mask nicht getötet hat, wer dann? Das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass Tiffanys Mörder auf dem Boden lag. Aber wieso? Streifen hier sind Schuhcreme. Tiffanys Mörder wurde über den Boden geschleift. Außer den Opfern waren noch zwei weitere Leute hier. Tiffanys Mörder und wer auch immer ihn davongezerrt hat. Die Position, aus der das männliche Opfer erschossen wurde, verrät vielleicht mehr. Zu keinem der beiden Opfer. Zu wem gehören sie? Der Kampf begann, als jemand den Schützen erschreckte. Schwer zu sagen, wer gewonnen hat. Es könnte jeder von beiden sein. Ich sollte mir die Beweislage nochmal ansehen. Vielleicht erfahre ich noch etwas über den Eindringling oder den Schützen. Gewebeanalyse trug der Eindringling einen weißen Anzug oder eine Sportjacke.
Mit dieser Stoffprobe könnte ich den Eindringling identifizieren. Aber ich weiß immer noch nichts über den Mörder des männlichen Opfers. Einen Bereich habe ich noch nicht untersucht. Ah, den Tresen. Das ist die DNA des weiblichen Opfers. Der Oxidierung zufolge ist sie schon mehrere Tage dort. Wenn ich mir die Beweislage nochmal ansehe, finde ich vielleicht heraus, was sie tat, als sie angegriffen wurde. Ja, ist tatsächlich so. Ist noch was. Sie schrieb mehrere SMS an Roman Sionis über jemanden namens der Joker. Black Mask wurde umgebracht, aber das geschah schon vor mehreren Tagen. Und ich habe ihn heute Nacht noch gesehen. Alle meine Antworten werfen nur noch mehr Fragen auf. Wer ist der Joker? War er der Schütze hier? Oder ist er einer der Killer? Ich habe eine Leiche, einen unbekannten Schützen und einen Angreifer, der den Schützen überfiel. Ich muss die DNA-Proben mit der Nationalen Verbrecherkartei abgleichen, um herauszufinden, wer im Raum war. Alfred, ich brauche Zugriff auf die Nationale Verbrecherkartei. Nun, dafür müssten Sie wohl in das Gotham City Police Department einbrechen. Dann ist das mein nächstes Ziel. Sir, dafür müssen Sie sich persönlich in die Server hacken. Wenn Sie so etwas Törichtes tun wollen, brauchen Sie eine starke, nicht tödliche Waffe. Ich rate Ihnen, den Erschütterungszünder hier abzuholen. Keine schlechte Idee. Ja, später. Okay. Entschuldigung.
willkommen daheim, Sir. Der Erschütterungszünder liegt auf Ihrer Werkbank. Wenn Sie ihn statt Ihrer Fäuste nutzen, richten Sie bei diesen Polizeibeamten und Staatsdienern weniger bleibende Schäden an. Ist notiert. Wo müssen wir hin? Visiermeile. Gönne? Gerne. Geh nicht. Ja, ein bisschen. Hast du nicht. Niemand wartet den ganzen Tag auf Batman. Batman wartet den ganzen Tag auf euch. Jetzt bloß nichts Unüberlegtes. Doch, was? Moment, machen wir erstmal diesen komischen Funkturm hier. Das kann nicht wahr sein. Na, kommt her. Ach Jungs, warum versucht ihr es immer wieder? Aber dafür haben wir Zeit, wenn du fertig bist. Das heißt, falls du dazu in der Lage bist.
hoch muss ich? Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht. Warum ist der so gemein zu mir? Auf allen Sachen verschärft. Sie müssen einen Weg finden, unbemerkt hineinzukommen. Sonst schaffen Sie es nie in den Serverraum. Verstanden. Danke. Was sind das für Jungs? Erstmal darüber. Ja, neidisch sein. Aber trotzdem warte ich auf die, nicht die auf mich. Da muss ich hin. Da komme ich aber so nicht hin. Mensch. Tricky Trick. Nein, den hat nicht ganz geklappt. Nochmal Tricky Trick. Mist. Wir müssen mehr Tricky-Trick machen. Den nehme ich mal mit.
Ungefähr. Ich erhöhe den Einsatz, Batman. Genau wie versprochen. Pass auf, wo du hintrittst. Was? Wie? Wo? Moment. Oh Mann! Im Gitter hast du aber gezeigt, wer hier der Boss ist. Natürlich. Nicht widerstehen. Interessant. Dir beim Knobeln zuzusehen war die reinste Freude. Das nächste Mal wird es noch herausfordernder. Das ist kein Spiel, Enigma. Oh, aber das ist es. Eines, aus dem du jederzeit aussteigen kannst. Also stör doch bitte nicht weiter meine Arbeit. Die Funktürme sind eine Sache, aber meine Agenten, meine Daten, meine Netzwerkrelais, die gehen dich nichts an. Also verschwinde! Aber ich habe den Funkturm freigeschaltet. So, jetzt kann ich mich auch dem Hauptnetz, dem Hauptmission stellen. Über das Dach. Okay, Moment. Der so weit hier vorkommt und dann Vorsprung ausschalten möglich ist. Mal gucken. Mensch, Schilder da vorne. Moment. Mal probieren. Da. Geht nicht. Schade. Die andere Richtung. Der mag mich nicht.
Gar nicht da unten rein. Ist da hinten und hier lang. So. Das ist der nächste. Nein, nein, hier war nichts. Gibt's denn hier so Täubungsdauer? Der Gleitangriff? Müssen wir Rechner hacken oder sowas. Geknockt. Ups. Ich bin immer die falsche Richtung. Ja. Hast du das gehört? Ja, wahrscheinlich wieder eine geplatzte Leitung. Würde mir das ja lieben gern ansehen, aber weißt du, meine Schicht ist vorbei. Lob hat das verstanden.
Aber Gordon spielt nicht fürs Team. Es wird nicht einfach. Aber wenn ich auf die Verbrecherdatenbank zugreifen und erfahren will, was in den Lacey Towers passiert ist, muss ich den Serverraum finden, ohne entdeckt zu werden. Ich wäre dabei. Spärlichen Informationen zufolge gehören sie zu den gefährlichsten Kriminellen der Welt. Wie wir von Boylan Jones erfahren haben, wetteifern sie um ein enormes Kopfgeld, das Black Mask auf den Kopf der Fledermaus ausgesetzt hat. Wie kann ich da mitmachen? Ich dachte, er wäre ein Geist. Okay, das reicht. Wir müssen die Ordnung in der Stadt wiederherstellen. Okay. Oberste Priorität ist es also, die Fledermaus zu schnappen, bevor die Killer... Naja, sie... Müssen Sie so brutal sein, Sir? Das sind Angestellte der Stadt. Sie sind so korrupt, wie man sich nur vorstellen kann. Und mir im Weg. Ich wünschte, Sie würden Ihr Vorgehen überdenken. Sie wissen nie, ob Sie Ihre Hilfe noch einmal brauchen. Jedenfalls ist Ihr Ziel der Serverraum. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Bei solchen Türen bringt mich mein kryptografischer Sequenzer nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden. Gegen so viele bewaffnete Männer habe ich keine Chance. Mit Deathstrokes Fernlenkkralle kann ich über ihnen vorbeikommen. Okay, während wir Schwachköpfe im Blackgate Kunstkolonne gegeben haben, habe ich uns auch Kohle gesichert. Wir haben einen Deal mit Black Mask. Wenn einer von uns die Fledermaus tötet, bevor seine Killer es tun, kriegen wir das Kopfgeld. Die ganzen 50 Millionen. Für diejenigen, die in Mathe gepennt haben, das heißt Vorruhestand für uns alle. Geil! Das ist doch mal was! Dann lasst ihn uns abknallen. Genau. Worauf warten wir noch? Genug. Wir haben nur eine Nacht, das durchzuziehen. Was auch immer ihr heute Nacht geplant habt, sagt es ab. Fledermaus und zu töten. Hat oberste Priorität. Ja, Sir. Alles klar. Habe ich los, Sir. Kein Problem. Ich muss leise sein, damit diese SWAT-Männer mich nicht hören. Sonst noch wer? Sir, was ist mit den Killern? Werden wir uns nicht als Konkurrenz sehen? Genau. Ich habe kein Interesse auf ihre Commissioner Lopez.
Doch, doch, das weiß ich sehr gut, das weiß ich sehr gut. Also, was kann dein Unterbrecher denn so? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, aber nicht schon wieder! Rede, oder du wirst nirgendwo hinlaufen. Nie wieder. Nee, nee! Du kannst dich mal dafür verantworten, dass du mich vom Dach geschmissen hast, Alter! Nein, du antwortest mir. Wie funktioniert dieser Unterbrecher? Frag doch die Bullen! Die Beweismittelsicherung hat ihn! Wie wär's mit einem Spaziergang auf dem Dach? Okay, okay. Du gewinnst! Er blockiert Waffen, überbrückt elektronische Schlösser und lässt du mich jetzt los! Wie ist das beim letzten Mal für dich ausgegangen? Ich glaube nicht. Wie geht's los? Weihnachten hat er erst angefangen. Zur nächsten Notstelle. Machst du Witze? Da kriegen sie uns doch immer. Du checkst es nicht. Anarchy checkt es, aber du checkst es nicht, Mann. Ich check es nicht. Ich kann nicht hin. Komm schon. Wir müssen noch da irgendwo hoch. Nur korrupte Cops hier. Junge, Junge, Junge. Geht nur klettern. Ja. Hier geht's um 50 Millionen Kröten. Ich will also keine Ausreden hören. Schnappt euch die Fledermaus und wir stauben groß ab. Genau. Achso, ich bin ja die Fledermaus. Eine schmutzige kleine Stadt, die man einfach lieben muss. So, das heißt. Erst hier. Verdammt. Wenn man sich verdrückt, ne? Dann ist doof. Sie
Naja, wegen meiner. Alles okay da unten? Ich will regelmäßige Statusmeldungen. Du brauchst vielleicht Hilfe. Er ist noch hier. Das kann ich. Alles sauber. Nur ein Feuerlöscher, der explodiert ist. Keine Ahnung, was das gerade war. Du kommst hier nur in einem Leichensack raus. Ja, Sir. Was will der Typ denn eigentlich? Der spinnt doch. Euch korrupten Cops will ich haben. Kein Anzeichen des Verdächtigen. Gebt euch Deckung, Männer. Lasst euch von dem Bastard nicht überrumpeln. Aus welchem Holz ist der denn geschnitten? Gefällt mir nicht. Ist bestimmt eine Falle. Nur ein bisschen. Was glaubst du, wie lange du durchhalten kannst, Batman? Zahlen und waffenmäßig unterlegen. Es ist aus. Was muss er sein? Schneidet ihn mal los! Was? Was tut der Typ uns an? Anfänger, bewegt euch und bringt diesen Hurensohn zur Strecke! Ich lasse dich nicht gern so zurück. Nicht? Hinter Lobs Posten hier ist. Ach Quatsch. Vorbei. Kommen die auch hier hoch? Ja, Mann, Knaller.
Moment, wie viel haben wir noch? Hier haben wir noch. Wir brauchen noch einen Krankenwagen. So wie der hier wollt ihr nicht enden. Also haltet die Augen offen. Bleibt nicht so dicht zusammen. Schwärmt aus. Komm schon. Das müsst ihr verhindern. Wie macht ihr das nur? Wir fallen hier wie die Fliegen. Es kommt aber keine Verstärkung mehr. Hey, alles in Ordnung? Wenn ihr besser aufpassen würdet, wird die hier nicht. Das Gitter war schon kaputt. Bestimmt. Verteilt euch und findet diesen Mistkerl. Naja, verteilt euch mal. Flügel. Dich. Soll das ein Witz sein? Nein. Ja, ich vergesse das immer. Und so, jetzt dicke Hecken hier. So. Gesetzeshüter. Bin ich anscheinend nur, weil die anderen sind alle korrupt. Deinen Quadranten absuchen? Ach was, das überlasse ich den Jungs vom SWAT. Wieso das? Hast du nicht gehört? Ich komm mit dir klar. Ja, es gibt Vermisste. Das kann ich so bestätigen. Ah, okay, komme ich so nicht rein.
Ich bin mit diesem Sicherheitsprotokoll nicht vertraut. Und die Fenster bestehen aus verstärktem Glas. Vielleicht hilft hier der Unterbrecher aus der Asservatenkammer. Ich werde dich kalten! Alfred, ich komme nicht an die Asservatenkammer. Ich brauche einen anderen Weg. Die Asservatenkammer, Sir? Nun, laut diesen Plänen grenzt sie an einen alten Aufzugsschacht, an den Sie über die Krankenstation gelangen können. Ich habe ihn auf Ihrer Karte markiert. Gut. Gute Alfred, mal wieder eine Hilfe. Psst. So langsam dürfte kein Sicherheitspersonal mehr übrig sein. Gut, Sie sind auf der Krankenstation. Suchen Sie den Eingang zu einem alten Aufzugsschacht. Er wird Sie in die Asservatenkammer bringen. Verstanden. Ist ja fast nicht auffällig. Auffälliger Aufzugsschacht. Ja, das ist wie in Adam West's Batman, wo dann an jedem Computer dran steht, was es ist. So. Sollte ich die Sicherheitsvorkehrungen beim Serverraum überbrücken können. Na gut, dass er mal einen Multifunktionsgürtel hat. Ja. Unterbrecher. Stufe 1. Meldungen über einen Störvorfall in den Gefängniszellen. Notfallprotokolle werden eingeleitet.
in den Zellen bestätigt. Notfallprotokolle sind aktiv. Unterbrecher sollte ich durch dieses Tor kommen. Ist ja doch nicht so ein beschissenes Weihnachten. Ja, komm von oben. Ja, das ist hier mehr als eine Party. Ich raff's nicht. Du lässt sie raus, um sie zu verdreschen? Ich hab den Aufstand nicht angezettelt. Das waren Brandon und sein SWAT. Quatsch. Sowas würde kein Cop tun. Du musst wohl neu sein. Ja, du musst wohl neu sein. Das ist ein Frischling. Der hat noch keine Ahnung. Ich hab einen Puls. Okay, gib Bescheid. Überweisen wir ihn ins Gotham General. Sofort, sobald er wieder stabil ist.
Nee, okay, okay. Auf geht's. An alle Einheiten, meldet eure 20 auf Kanal 3. Wir brauchen genaue Zahlen. Wir müssen wissen, wer fehlt. Ich bin da. Ist das schon? Immer. Okay, okay. Wieder total krass hacken. Ganz ruhig. Ah, Barbara. Zugang zur nationalen Verbrecherkartei. Die ist hier. Du verbringst wohl viel Zeit hier. Pornbox. Du überbrückst die Netzwerksicherheit. Oh, ich bin voll der krasse Hacker. Du kannst das Intranet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten bringen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. Warte. Warum tust du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Ja, okay, okay, jetzt müssen wir entkommen. Alfred, ich bin auf dem Weg raus. Aber bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Sie sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugriff drauf haben. Ich markiere den nächsten Zugang. Pinguins Handlanger zufolge kann der Unterbrecher ihre Waffen blockieren. Was können wir noch so machen? Oh, Bombe. Nicht gut. Nicht? Klar, SWAT und so. Seid doch die Spezialeinheit. Ich bin auch spezial. Nein, nein, das meldet keiner. Fuck! Die sind gar nicht so speziell. Uns wieder eine Runde hackern.
im Weg bleiben. Ach, niemals. Hören Sie, ich bin auf Ihrer Seite. Meine Seite? Meine Seite hält sich an Gesetze. Meine Seite bricht Verdächtigen keine Knochen oder schlägt ihnen die Zähne aus. Wir haben Gothens Respekt verdient. Wenn das wahr wäre, dann wäre ich... Gott, raus aus der Schussbahn! Nicht schießen. Wenn er sich bewegt, knallt ihn ab. Du kannst nicht entkommen. Weg, Dagon! Ich mach ihn halt! Die waren auch nicht so special. Hey Gordon, erzähl mal was. Der erzählt nichts mehr, schade. Ich habe einen Gully in der Nähe auf ihrer Karte markiert. Er führt sie direkt unter das GCPD. Gute Arbeit, Alfred. Und, versuchen Sie doch dem Dreck fernzubleiben. Denken Sie daran, wer Ihren Anzug reinigt. Alfred reinigt meinen Anzug. Hallo? Hallo, Batman? Oh. Hier ist Barbara. Sorry, dass ich mich in deinen Funk einhacke, aber ich bräuchte einen Gefallen. Ein paar Kisten mit Beweismaterial sind verschwunden. Richtiges Armeezeugs und niemand kümmert sich darum. Ich schicke dir die GPS-Koordinaten. Setz dein Waffenstörsystem an jeder Kiste ein. Dann gehen die Schaltkreise flöten und das Zeug wird nutzlos. Die Fledermaus da drüben! Oh, ich hab gefledermäuselt. Moment, hier soll es irgendwo... Nee, hier ist doch gar nichts. Öffnen. Huch. Ist auf ganz viel Knallpumpeng. Nicht die Art Typen, die ich in der Kanalisation erwarten würde. Applaus, du kannst mit dem Bein wedeln. Wenigstens hat er einen Kampfkunstexperten geschickt, um uns zu beschützen. Beschützen wovor? Vor den Ratten? Nein, vor der Fledermaus, du Idiot. Die Fledermaus? Hat
Als hätte die heute Nacht nichts Besseres zu tun, als in der Kanalisation rumzuhängen. Ich hoffe, du hast recht, aber für den Fall. Bisschen. So viel zu den Kampfkunst-Exp. Aber er hat schön mit dem Bein in der Luft geredet. War auch was Schönes. Für den hier darf ich nehmen. Und ich dachte, er kommt noch ein Stück ran. Das wäre ja cool gewesen. Na gut. Ja. Ach, verdammt, warum klettert der gleich rüber?
Und zack. Und nochmal drauf. War schön. Nein, wir brauchen keinen Todescounter. Weil wir das hier nicht brauchen. Zu oft bin ich hier noch nicht gestorben. Moment. GCPD. Train Station. Zoom. Moment, wo muss ich jetzt hin? Dahin. Ich bin direkt unter dem Revier. Warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an? Die Cops standen schon immer auf seiner Gehaltsliste. Der Amateur. Wo ist er hier, oder? Ja, ich werde demnächst einen Todescounter einführen. Einfach zur Belustigung. Nieder geht er. Die Telefonkabel laufen direkt durch die Kammer, in der sie sich befinden. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Verbindung bestätigt. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lazy Towers Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Wegen der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert, damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Und nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem. Alfred, ich habe genug Informationen, um den Lazy Towers Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Zurzeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist.
Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es. Roman war schon immer paranoid. Deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sionis verlor. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort, aber Roman wollte er lebendig. Für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sionis unter seiner Kontrolle musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich jage. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Gotham Merchants Bank. Alfred, sieh nach, ob du irgendwelche Infos hast. Und das ist der Moment, wofür ich dieses Spiel tatsächlich sehr mag. Weil hier so ein bisschen dieses Detektivthema mehr durchkommt als bei den anderen Teilen. Das ist auch der Grund, warum ich den Titel ein bisschen unterschätzt finde. Kriegt man aber auch erst mit, wenn man ihn wirklich mal durchgespielt hat. So. Das ist cool. Bin dabei, Sir. Es scheint aber nichts über ihn zu geben. Was wissen Sie über ihn? Nicht viel, aber er hat Black Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Aber einen schönen Gathering-Ausflug gemacht. Du bist wirklich herzlichst. 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 Du bist wirklich herzlichst zur Feier eingeladen. Und es wird ein tolles Fest. Tolles Fest. Tolles Fest. Und es wird ein tolles Fest veranstaltet vom Hatter. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst. Du auch kommst. Du auch kommst. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst, um Spaß mit uns zu haben. Da-da-da-da-da-da. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin Jeremy. Der Mad Hatter. Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherrenausstatter. Du fragst dich sicherlich, warum ich an dich herantrete. Nun, ich würde gerne mit dir über eine Beschäftigungsmöglichkeit reden. Im Deutschen war das übrigens bei Adam West der Hutmacher. Wenn du dich auf der Seite dieser Aufnahme einfinden würdest, könnten wir... Hilfe! Bitte! Wenn mich jemand hört, er will... Oh, kümmere dich nicht um Alice, die arme Kleine. Sie ist etwas aus dem Häuschen. Ist ja nicht ihre Schuld nach all dem, was sie durchgemacht hat. Aber bald ist sie wieder in Ordnung. Keine Sorge.
Der Mad Hatter. Na Mensch, stimmt, der kam ja hier auch noch dazu. Ja, wie bei Alice im Wunderland, richtig. Diese Relais auch schützen. Es ist nichts Gutes. Ich sollte alle zerstören, die ich sehe. Ups, vorbeigesprungen. Na denn? Ja, der Schnee glitzert. Ich kam von oben und ihr wart da. So einfach war das. Oh, jetzt kommen sie wie die Schmeißfliegen. Junge, Junge.
Ja, jetzt verhaue ich sie. Haben sie verdient. So ist das. Depot. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin Jervis Tetch, Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherrenausstatter. Du fragst dich sicherlich... Nee, danke. Ja, ich habe drei Bomben in den Korruptes... Depot... Pinguins Waffendepot. Ich habe doch hier bestimmt auch noch ein Pinguin Waffendepot, oder? Ist der das wirklich? Ja! Er ist es wirklich. Nicht Superman. Ich bin ja Weihnachtsmann. Komisch, klang wie ein franco-kanadischer Hip-Hop-Song oder sowas. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Na, der Fledermaus-Typ. Thank you.
Tut sie nicht. Jetzt tut sie vielleicht leid. So. Ist überhaupt hin? Weniger. Fünf noch. Ich fasse es nicht, dass es Cops gibt, die zulassen, dass es diese Ausrüstung auf die Straße schafft. Beweismittel abzwacken ist schlimm genug. Aber Waffen verkaufen? Die vom SWAT sollten eigentlich die Guten sein. Sollten vielleicht. So. Happy Holidays. Aber noch nicht so weit. Wir haben noch 2 Wochen. Wir haben noch 2 Wochen, ne? 2 Wochen haben wir noch. Miss Happy Holidays. Da müssen wir hin. Das ist nämlich die Bank. Ist jetzt hier in dem Gebiet für mich noch was zu erledigen, außer den Mad Hatter-Kram? Wir gehen zur Bank. Bisschen Geld abheben. Weihnachten könnte teuer werden. Es ist Mitternacht, Sir. Ich wollte Ihnen bloß eine frohe Weihnacht wünschen. Ja. Season's Greetings. Wenn der Tempo so weitergeht, stehen in Gotham morgen nur noch rauchende Ruinen. Ja, so schlimm war es noch nie. Ausgerechnet an Heiligabend. Das sollte eigentlich die einzige Nacht sein, in der wir es alle ruhig angehen lassen. Das ist die Schuld von Black Mask. Er hat die ganzen Killer angeschleppt. Naja, Alter. Er hat nur getan, was er tun musste. Wenn jemand Schuld hat, dann dieser kostümierte Freak. Ach, vorhin war ja alles fair aufgeteilt. Wir hatten unsere Geschäfte, die Bullen haben weggesehen, Politiker hielten sich raus. Bruce hat genug Geld. Batman ist Batman. Braucht kein Geld. Hmm.
Ah, hier komme ich rein. Hier komme ich rein. Spüdi, spüdi, spüdi. Psst, das darf doch nicht verraten. Dass Batman Bruce ist und umgekehrt. Die ausmachen? Wie nervt. Kann ich natürlich nicht. Ja, so ein scheiß Unterbrecher. Sieh, dass die Steuerung total verkehrt rum ist. So. Was sind diese Unterbrecher? Ah. Oh, endliches Runenkattern. Der Joker könnte immer noch hier sein, im Tresorraum. Ich muss vorsichtig sein. Ja, das sind auch noch Leute. Sie sind alle tot. Aber hier spielt sich noch etwas viel Durchtriebeneres ab.
Alle tot. Im Boot. Mist. Schon in der Kiste. Ja, zum Verschicken. Ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Hört mich, glaube ich, gerade ein bisschen doof an. Zu viel Zeit vergangen. Was muss ich tun? Muss ich jemanden untersuchen? Ich muss jemanden untersuchen oder so, aber. Kann man gar nicht. Mir nicht vorstellen. Nur richtig. Es ist zu lange her.
denn überfragt? Sich. Überall Leichen. Der Joker könnte immer noch hier sein, im Tresorraum. Ich muss vorsichtig sein. Der Tresor. Ach gut, jetzt kann ich ran gehen. Sie sind alle tot. Aber hier spielt sich noch etwas viel Durchtriebeneres ab. Da muss ich hin. Ich will sehen. Na Mensch. Die Bodenabdeckungen sind zum. Wie soll ich sagen, zur Deckung. Für den fiesen Überfall. Wir nutzen mal den hier. Den haben wir übersehen. Kommen wir jetzt nämlich durch die Decke. Du glaubst wohl, du kannst einfach in meine Bank spazieren? Roman, ich suche den Joker. Der Joker? Nie von ihm gehört. Was ist mit dir, Puppe? Kennst du den Joker? Den wen? Und Sie, Sir? Der Joker klingelt's da? Verdammter Hurensohn! Du willst mich bestehlen und damit durchkommen? Du bist ein toter Mann! Tot! Kannst du nicht einfach mitspielen? Du warst es die ganze Zeit. Du hast die Killer angeheuert. Du hast Sionis Bande übernommen. Streng genommen ist es jetzt meine Bande. Oder etwa nicht, Jungs? Du hast mich. Lass sie gehen. Das Leben wäre so simpel, wenn du alles wärst, was ich will. Nein, nein, nein. Du bist nur eine klitzekleine Ablenkung. Verglichen mit dem, was ich noch vorhabe. Hier, viel Spaß dabei. Hörst du das? Klingt wie 8 winzige Rentiere. Sie ist tot. Wie tragisch. Dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Das macht keinen Sinn. Er ist angeschossen, verletzt. Wo soll er denn stecken? Vielleicht ist er nicht verletzt. Oder vielleicht sind sie genauso blind. Wenn sonst keiner will, dann mach ich mal die Brücke. Ich kann ihn nicht finden, Mann. Er ist nicht hier. Wenn ich ihn finde, kriegt ihr so was von aufs Maul. Hoffentlich
von Knochen. Das wird auf die Fiesbahn. Auf die Merkst. Er hat recht. Dem Kerl wurde die Fresse poliert. Hey, Kumpel, was ist los? Oh! Fass ihn nicht an! Könnte eine Falle sein! Ich will nicht als ein Bündel Elend in der Ecke enden wie er! Okay, er kann nicht weit sein, haltet die Augen offen! Wenigstens läuft der Stuhlsender wieder! Irgendetwas stört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist und es abschalten. Ob das Lächeln jetzt ausgereicht hat. Vielleicht ist sie auch am Lächeln gestorben. Am Lächeln. Ich muss mich um die Jungs hier kümmern. Wir sind noch übrig. Drei. Eins, zwei, drei. Okay. Die enge Kurve. Du hast mir den Mordscheck eingejagt. Was machst du denn? Komm schon, du musst doch genauer gucken, was hier ist. Na komm. Nee, dann wohl nicht. Ja, okay. Also die Maske ist schon ein bisschen seltsam. Okay, dann wollen wir mal ein paar hören. Halt! Stopp! Wo will der Joker hin? Der Typ ist krank, Mann! Hat ein Viertel von Black Masks Männern ermordet, weil sie nicht machen wollten, was er sagt! Wenn du ihr Schicksal nicht teilen möchtest, rede! Er hat irgendwas vom Stahlwerk gesagt! Das gehört Sionis. Jetzt gehört es dem Joker. Und da kommst du nie im Leben rein. Behalt deine Meinung für dich. Alfred, such mir die Baupläne für das Stahlwerk von Sionis Industries. Der Joker hat Sionis dahin gebracht. Er wird ihn töten, es sei denn, ich bin vor ihm da. Dieser Joker klingt gefährlich. Er hat Black Masks Geschäfte übernommen und alle ermordet, die sich ihm nicht anschließen wollten. Er hat die Killer angeheuert. Dann muss er auch hinter dem Bombenattentat auf das GCPD stecken. Du meine Güte, sollte das nicht lieber die Polizei übernehmen? Keine Chance. Er gehört mir. Oh, ja, mit mir. So. Gibt's noch einen Bonus? Also gut.
dermaßen zu verrumpelt. Haltet die Augen auf. Meldet euch bei der kleinsten Bewegung. Ja, Sir. Sir, ja, Sir. Aber sicher. Und Schluss mit dem Gequatsche. Ich will Totenstille von euch. Meldet euch beim kleinsten Geräusch. Es geht los. Läuft das. Ja, genau die. Sie bringt Geschenke. Mich reichlich Backenklatsche. Ups. Weihnachten ist das Fest der Liebe. So. Was ist denn jetzt eigentlich die nächste Mission? Damit wir hier wissen, wo wir hin müssen. Fasse den Joker und ersuche das Stahlwerk. Okay, das ist hier drüben. Dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Dieser wundervollen Weihnachts-Let's Play-Stream Irgendwas-Reihe mit dem schwarzen Rächer. Würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Dann, Moment. Upp. Hier, Gotham City Lightpole. Und dann verabschiede ich mich mit diesem tollen Bild hier. Hier, Moment, da ist das Bettsymbol. Ne. So. Da wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen zweiten Advent. Auch wenn heute nicht so ganz so viele dabei waren. Dieses Video wird natürlich wieder on demand dann verfügbar sein. Auf YouTube, auf Twitch. Könnt ihr euch also nochmal angucken, wie ich mich hier so dahin gucke. In diesem Sinne wünsche ich noch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal und... Is done.